So, guten Morgen, willkommen zurück zu Empire Earth. Zelleroberung, wir waren irgendwo stehen geblieben. Und zwar genau hier irgendwo. Wir haben Luftabwehr, ja. Wir hatten alles und wir haben gerade die Typen mit, richtig. Ich erinnere mich genau, ich habe ein Foto-Dingens-Gedächtnis, wie auch immer das heißt. Nein, okay. Bleib aber ernst und. Wir werden angegriffen. Gut, wir haben hier. Ich bin jetzt nicht sicher, was ich hier so hab. Panzerabwehr, Jäger. Ich hab Schrott. Gut. Wir fassen zusammen, wir haben Schrott. Die sind aufgerüstet. Wir werden angegriffen. Und die habe ich gerade angepisst. Ach, richtig, richtig. Mit meinem Mercer. Irgendwas machen. Nein, ich glaube nicht. Bin mir auch nicht mehr sicher. Warum baue ich euch noch? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe keine Ahnung. Wir werden. Ja, du könntest mal arbeiten gehen. Steht nicht rum, aber. Arbeitet. Schön, warum habe ich da jetzt schon wieder Tote? Achso. Ich weiß warum. Wir wurden gerade vermutlich erschossen. Ich brauche, glaube ich, mal noch so einen Reparaturtrupp. Ach, richtig, dich habe ich ja gebaut, weil ich wissen wollte, was du kannst. Ich erinnere mich. Als hätte ich erst vor einiger Zeit aufgenommen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, kannst du hier. Mach mir mal 6 und dann. Okay, wer seid ihr und was macht ihr hier? Baut Holz ab, genau. So, nachdem jetzt hier. Ich sollte vielleicht hier auch noch was hintropfen. Genau, das hatte ich vor, bestimmt. Ja, absolut. Also. Was auch sonst. Ich habe keine Ahnung. Okay. So, sind die jetzt alle mal weg? Hier sind sie immer noch nicht weg. Und da oben auch noch nicht. Was ist das für eine Rebellenarmee? Ich meine, die steht hier und macht nichts. Müssten Rebellen mich nicht irgendwie so ein bisschen angreifen? Oh, und die lässt sich totschießen. Na, das sind ja tolle Rebellen. Ich mach doch Flächenschaden. So, achso. Okay, die stehen zu weit weg. Alles klar. Ach, das ist die Mauer, die ich hier die ganze Zeit anvisiere. Deswegen mache ich keinen Schaden. Das ist so ein bisschen. Manchmal etwas schwierig zu erkennen, was genau man in dem Fall. Ja, das ist gerade ungünstig. Ne, Moment, es geht doch. Er hat nur gerade wieder irgendwas anderes beschossen, weil er es kann. Ach, die können da runterlaufen, ach so. Aber das hier oben ja fast schon sinnvoll. Naja. Kann man den nicht irgendwie auf Autoreparatur stellen? Nein. Könntest du bitte mal arbeiten? Faules Gesindel. Hallo? Verdammt, die Chinesen. Nie wollen sie arbeiten. Ich brauche, glaube ich, besser noch ein paar Flachs hier hin, so. Nur für den Fall der Fälle, ne? Brauche ich die Häuser? Ich lass mal eins stehen. So, jetzt machen wir hier einen Platz. Guckt man ja nicht durch. Wir können woanders wohnen. Da hinten ist ein Fluss. Legt euch unter die Brücke. So. Da ist auch noch Eisen. Brauche ich das Eisen? Fertig, Sir. So, bist du hier oben? Hier unten? Ich habe dich doch da oben zugewiesen, oder nicht?
Wo auch immer hier oben mein Flughafen ist. Hier irgendwo. Also da. Warum zur Hölle landest du jetzt da unten drin? Das ist ein scheiß Teil. Wo ist jetzt hin? Da ist es. Soll es doch hier drin sein? Was bist du nicht da drin? So, warum habe ich euch noch nicht aufgerüstet? Ich habe keine Ahnung. Rüsten wir sie auf. Wahrscheinlich, weil ich nicht genug Kohle hatte. Ressourcen. Zeug. Gut, rüsten wir einfach alles auf, was wir zur Verfügung haben. Machen wir es lieber so. Oder so. Habe ich die schon aufgerüstet? Ja, ja. Aufrüsten geht immer. Und... Taurus und Pandora. Richtig, ich wusste nicht mehr, was gut ist. Wahrscheinlich keins von beiden, aber passt schon. Gut, hattet ihr nicht irgendwas zu tun? Oder seid ihr schon fertig? Gut. Sind offensichtlich schon fertig. Okay. Gut. Alles gut. Wir haben alles unter Kontrolle. Solange sie nicht mit den Atomwaffen kommen und meine Luftabwehr auf die Probe gestellt wird, ist alles gut. Im letzteren Fall habe ich vielleicht ein Problem. Ich mag die Reichweite. Die Tatsache, dass sie sich überhaupt nicht dafür interessieren, dass ich sie beschieße, das mag ich auch. Was ich nicht mag, ist, dass ich keine Atombombe bauen kann. Da sollte man nochmal nachbessern. So, und ich hoffe, ich kann die bauen, wenn ich diesen Professor da rübergebracht habe. Wenn wir das gemacht haben. Ich werde übrigens angegriffen. Unverzüglich. Kann ich helfen? Kann ich Ihnen helfen? Seid ihr scheinbar jetzt blöd, seid ihr drüben abzubauen? Geht ihr mal. Ich werde angegriffen. Was tust denn du da? Schieß halt nicht mein Zeug kaputt. Das ist zwar völlig nutzlos, weil. Ich muss den Turm mal wieder reparieren. Diese Dinger eigentlich auch abreißen? Nein, die kann ich nicht abreißen. Bisschen kriegsentscheidend! Gut, ich muss da irgendwann wieder zubauen, wenn die da durchgelaufen kommen. Aber das hat noch Zeit. Fertig, Sir. Ich sag mein Einheitenlimit, sagt, bau mir Einheiten. Was kostet das an Gold? Das ist ja nicht mal feierlich. Warum kostet das überhaupt Gold? Ich meine. Hä? Ich habe auch nicht mal genug Nahrungsmittel. Auch wirklich. Wer baut Maschinen denn aus Gold? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Gold irgendwie besonders hart oder widerstandsfähig wäre. Da? Ich warte. Moment, wer darf nicht sterben? Ja, okay. Der darf also sterben. Ich weiß nicht, was du machst, aber du kommst jetzt einfach mal mit. Was auch immer du tust. Es wird schon irgendeinen Nutzen haben. Ah. Wir werden angegriffen. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Könnt ihr nicht einfach mal da runtergelaufen kommen und so tun, als würdet ihr irgendwie rebellentechnisch mich töten wollen? Okay. Gott, steht da oben noch vier. Kann ich Ihnen helfen? Einmal könnt ihr ja wenigstens so tun, als hättet ihr Interesse daran, mich zu töten, oder? Einfach aufgehört zu arbeiten, die faulen Säcke. Egal, das Lager ist, glaube ich, halt jetzt sicher. Kann ich behilflich sein? Es sei denn natürlich, sie kommen von da. Da habe ich irgendwie noch gar keine Abwehr gebaut, das sehe ich jetzt gerade mal so. Wir werden angegriffen. Was zur Hölle? Wir werden angegriffen.
Jetzt hör endlich auf, mich selbst anzugreifen. Oder was? Warte, warte, warte. So, damit du glücklich bist, greif ihn an. Hier steht gar keine Abwehr. Ja, das gehört zu meinem brillanten Plan, da keine Abwehr hinzubauen. Warum steht da keine Abwehr? Aber hauptsächlich die Band drückt man mir eine Butterstatue oder was? Warum habe ich da eine Butterstatue? Du greifst die auch an, ohne dass ich dir das befehle, oder? Ja, tust du, okay. Alles gut, dann ist ja gut. Wir werden angegriffen. Ja, komm. Das ist ja nicht ernst zu nehmen. Apropos nicht ernst nehmen, wie sieht's mit der Produktion aus? Die läuft noch. Warum habe ich hier noch einen Spionagesatelliten? Das hat Gründe. Ich weiß nicht welche Gründe, aber es hat Gründe. Gehst du doch mal weg. Die greifen jetzt einfach mal wieder so aus Langeweile an, wie es aussieht. Sind dabei nicht sonderlich erfolgreich. Woran das wohl liegen könnte? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Oh, das ist nur so ein Ding. Momentlang dachte ich, das wären ernsthaft Truppen, die irgendwas können oder so, aber. Geht doch vorne mal reparieren. Hallo? Was leuchtet du jetzt da raus? Oh, hallo? Wissen wir jetzt. Was? Warum schießt sie jetzt nicht mehr? Was soll denn der Unsinn jetzt? Hallo? Hallo? Warum? Die sind doch definitiv in Reichweite. Warum? Was? Warum schießen die Hälfte nicht? Hallo, schieß halt! Er ist doch in Reichweite! Was ist dieser Unsinn? Was zur... Hallo? Ich warte. Ich will jetzt nicht sehen. Warum schießen die jetzt nicht zurück? Fertig, das ist Panzerabwehr, aber irgendwas gegen Luftabwehr, ich weiß nicht. Oder das Pandora oder... Ich brauche mal irgendwas, das hier Luftabwehr abschießen kann. Hab ich nicht. Ich glaube, Fury konnte... Die Apollo-Kunde. Bauen wir mal beides von beiden ein. Bauen wir zuerst mal den. Super, warum schießt man eine Flax jetzt nicht? Die sind noch eindeutig in Reichweite. Brauchen wir noch 5 Leute, bau die mal. Was ist das für ein Unsinn? Oh, die haben hier eine Basis. Und die haben eine Luftabwehr. Ich vermute mal, die kann auf mich schießen, oder? Ne, warte mal. Ich fliege erstmal darüber. Die müssen doch in Reichweite sein. Naja. Hier hat keiner wirklich Erfolg. Geh auch mal reparieren. Ich könnte dich auch einfach dich schicken. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Kannst du in die Luft schießen? Das interpretiere ich mal. Er kann sich selbst zerstören. Na, ganz toll. Nee. Du kannst nicht sonderlich viel. Ja, jetzt fangen die anderen drauf zu schießen. Warum nicht früher? Ach, hallo. Jetzt. Ja, natürlich. Jetzt. Ganz klar, es ist offensichtlich, dass das so abläuft. Was auch immer.
Ich habe da noch mehr gebaut. Kann ich helfen? Bin ich mir aber nicht so sicher. Kann ich behilflich sein? Das ist mein Spionagesatellit. Halt, das ist der falsche Spionagesatellit. Guck mal einfach, was die Flachs dazu sagen, wenn ich dahin fliege. Okay, offensichtlich können sie in den Orbit schießen. Satelliten befinden sich nämlich normalerweise irgendwo im Orbit. Kann ich den Satelliten reparieren? Ich weiß gar nicht. Ich kann ihn schon mal nicht reparieren, das ist natürlich auch toll. Ich sollte langsam mal diesen Penner da drüben befreien, glaube ich. Vielleicht noch ein, zwei Flachs da vorne hinstellen, damit die nicht ständig meine Türme kaputt schießen können, weil die Flachs irgendwie der Meinung sind, nö. Was hier für ein Aufgebot ist? Warten die irgendwie auf was? Rechnen die irgendwie damit, dass ich hier Werften und alles baue, oder? Ich weiß es nicht. Gut. Kann ich die Buddha-Statue da oben zerstören? Ja, kann ich. Reißen wir sie mal weg. Ich speichere besser nochmal. Wer weiß, was der Gegner macht. Also Buddha-Statue zerstört. Schick die Atombombe. Erwarte Befehle, hilflich sein. Auf in den Kampf. Juckt dir das nach wie vor nicht? Ich finde die. Die Rebellen sind schon toll. Also, das muss man schon mal sagen, ne? Kann ich helfen? Gut. Nicht dumm herumstehen, Zeug reparieren. Ich kann dich scheinbar nicht reparieren. Oder warten wir, fliegen mal hier unten hin. Vielleicht geht's ja, wenn du auf dem Flugfeld stehst, landest, rumfliegst. Das nehme ich mal als Nein. Ich akzeptiere kein Nein. Was? Kann ich behilflich sein? Gehen wir. Fertig. Kann ich helfen? Bauen wir mal da noch einen Flak hin. Gut. Nur so aus Sicherheitsgründen. So, wenn wir schon dabei sind, Sicherheitsgründe irgendwas zu bauen. Würde ich sagen, wir bauen auch hier so sicherheitstechnisch noch ein bisschen Zeug hin. Das dient natürlich nur der Sicherheit. Natürlich dient es nur der Sicherheit, das sind Türme, damit kann ich schlecht angreifen. So, wir bauen einen Flak hin, dann wird das alles gut. Sag ich doch, das wird gut. Hab ja auch ich geplant, das kann nur gut wäre. Gott. Ist doch glatt gelogen. So, die sind eine Weile beschäftigt und jetzt habe ich irgendwo einen Satelliten hingeschickt. Da unten. Da. Irgendwo. Hier. Nein, da. Weißt du? Was ist das Ding? Ach, da. Habe ich gleich gesehen. Wollte nur mal gucken, ob ihr es aufgesehen habt. Ich weiß ja, meine Abonnenten sind wegen blind und dämlich und langsam im Kopf und so. Oh, hier ist wieder eine Flak. Oh, das sind mehrere Flaks, ne? Das ist nicht gut. Oh, die können auch auf mich. Die haben beschissene Gewehre. Was ist denn das für ein Satellit? Ich meine, wo fliegt denn der rum? Oh, und die Butterstatue ist weg. Keine Butter mehr. Oh, Butter, kapiert? Weil Butter haben verlustig. Das ist ein Dock und da oben habe ich, glaube ich, nicht eine Werft. Nein, das ist auch ein Dock. Kann ich eine Werft überhaupt bauen? Ich kann eine Werft bauen. Habe ich eine Werft? Ja, ich kann Flugzeugträger drauf bauen. Toll. Gut, ich wollte nur irgendwas tun. Ich glaube, Einheiten wollte ich bauen. Ne? Ja. Einheiten bauen geht immer. Und dann würde ich langsam sagen, ich greife mal an.
war der Meinung, die sollten die Türme... Naja. Ich hätte es wissen müssen, dass sie...